Willkommen zur nächsten Folge, Jake Cocoon. Wir haben gerade hier so einen angeblichen Aufpasser oder was es war, besiegt und gehen jetzt hier hinten hin. Da ist die Hütte von Meister Koris. Wie gesagt, ich will die Kreaturen wenigstens Level 5 haben. Also gehe ich nochmal hier hin. Und dann gehen wir hier hin. Und dann ist der aus Erde, was für uns definitiv besser ist. Ist halt doof, dass der nur alleine da rumhockt. Zwei wären mir lieber gewesen. Erde! Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Erde ist schlecht für uns. Dann nehmen wir Shuri! Und gegen die Lichtversion darf dann Ray kämpfen. Was hast du? Du hast Wasser und Erde. Das bringt uns jetzt nicht sehr viel. Also normalen Angriff. Ja, wir machen ihm 10 Schaden, er macht uns 9 Schaden. Jetzt haben wir auch nur 9 gemacht. Ey, hör auf damit! Guck, das kann ich auch! So! Dann macht er einfach weiter damit! Kostet uns 10 Magiepunkte. Das wird schon ziemlich knapp, obwohl wir ein Level drüber sind. Gefällt mir ja mal gar nicht. Gut, dass wir die abwechselnd trainieren. So, das war's mit dem. Gab genug EP. Wir gehen jetzt zurück und wechseln nochmal deren Elemente. Es gibt irgendwo auch so einen Spot, wo man hingehen kann, dass die Gegner wieder alle da sind, aber ich weiß nicht, welcher das ist. Da ist auf jeden Fall sofort einer. Gut, dann rufen wir die Ray. Dann darf die sich noch ein bisschen eintrainieren. Dein Wasserangriff, der nicht schlecht Schaden macht. Wohingegen er ziemlich miesen Schaden bei uns macht. So, halb tot. Dann greifen wir auch mal normal an mit unserem Purzelbaum des Untergangs. Ey! So, nochmal. Nächster Angriff reicht. Dann ist er tot. Ja, haut nochmal all seine Spezialattacken raus. Das ist ja auch so bei Trash-Mobs einfach, du musst mit deinem Mana aufpassen, wenn du gegen die kämpfst oder so, aber die können ja theoretisch alles an Schaden raushauen, was sie haben. Das ist aber so leicht, dezent, unfair. So, dann gehen wir mal hier hin. Welches Element haben jetzt diese Schlangen eigentlich? Die haben ja normal, glaube ich, Licht. Jetzt scheinen die Feuer zu haben. Gucken wir mal. Und ihr seid Feuer. Da wird sich die kleine Ray aber freuen. Da kann sie sich mal austoben. So, den ersten hauen wir mal weg. So, der hat nicht sehr viel ausgehalten. Und Ray ist schnell genug, um sofort nochmal zuzuschlagen. Noch zwei Angriffe ist er auch weg. Und wir sind vergiftet. Gefällt mir ja mal gar nicht. Gott sei Dank. Ah, jetzt brauchen wir noch zwei Angriffe. Deshalb habe ich die Schlangen anfangs gemieden. Dieses Gift ist einfach fies. Dann kriegen wir nochmal Bonusschaden. Und der letzte Schlag. Damit hat die Kleine dann auch zwei Gegner hintereinander besiegt. Plus die von vorher. So. Zwei Giftringe. Genug EP für Level 5. So, 11 HP, 3 Mana und sämtliche Statuswerte wieder 1 nach oben. Jetzt hat sie schon mehr Leben als unser Shuri. Hat allerdings auch ein Level mehr. Ob Shuri das überlebt, die anzugreifen, obwohl er hat ja auch einen Wasserangriff, also sollte er es ja eigentlich hinkriegen. So, dann rufen Shuri! Allerdings müssen wir aufpassen, Shuris Wasserangriff ist ja schwächer als der von Ray.
weil Rain nur Wasser ist und es halt alles gemischt. Ihr seht, die macht ein bisschen weniger Schaden. Und wir sind sofort vergiftet, war ja klar. So, dann hauen wir den mal weg. 5 Schaden durch das Monster. 7 Schaden durchs Gift. Vielleicht sollten wir uns ein zu einem anfangen. Dann hätten wir auch einen Giftangriff. Ja, bei schweren Gegnern vielleicht gar nicht passieren. Ah, dann können wir immer noch nachträglich machen. Ein Wasserangriff. Ihr seht, das hat nicht mal gereicht, ihn umzubringen. Also Ray ist da definitiv stärker, was das Element angeht. Und hepp. Vielleicht machen wir uns einfach auch 3 reinblütige. Könnte man ja auch machen. 2 Giftringe wieder. Und Shuri ist Level 5. Die Werte steigen. Und dann nehmen wir nochmal den Schlüssel hier mit. Skelettschlüssel erhalten. Gehen wir wieder zurück. Und sitzt hier wieder jemand. Ja, und zwar die Lichtversion. Welche 3 Elemente machten wir dann überhaupt? 1 müssen wir weglassen. Ich würde mal sagen, Wasser haben wir bei Ray. Wir könnten uns noch ein Feuer machen. Und ein Licht. Ja, können wir machen. Feuer können wir dann als Magier nehmen. Und Licht können wir dann den Kleinen hier nehmen. Für den Nahkampf. Also fangen wir dich nochmal. Wir haben auch vergessen, unsere andere Waffe auszurüsten. Dann fangen wir uns noch so ein Portalschuh mit Lichtelement. Den vermischen wir dann sofort mit dem hier. Das wird dann sozusagen Shuri 2.0. Spezial Wasserangriff. So, der ist schon fast hinüber. Noch einen normalen Angriff. 12 Schaden. Noch einen Angriff würde der nicht aushalten. Dann gehen wir mal auf den Magi. Und machen Fangen. Mittlerweile Level 5 oder so beim Einfangen. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ja, los, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Und fertig. So ist doch gut. Ein bisschen EP haben wir bekommen. Haben noch 11 Kokons, die leer sind. Jetzt einen, wo eingefangen wurde. Dann gehen wir mal gucken. So einen gelben Portalschuh hätten wir dann gerne. Oh, der ist aber aggro. Was haben wir dann da? Feuer und Licht. Ja, schon sagt, das ist eine Aufgabe für Ray. Die wird sich da gut drum kümmern. Das ist ja momentan, ist das dann wieder unser einziges festes Monster. Der ist weg. Feuermonster, was zaubert, ne? Das ist schon doof. Da haben wir dann nur dieses Hüpfevieh. Und unser Patamiel. Der Rest ist ja eher weniger Magie angelehnt. Aber kein Problem, kriegen wir noch was im nächsten Wald. So, nochmal Angriff. Ray muss sich langsam ausruhen, wie es aussieht. Die scheint zu werden. So, ein paar EP kriegt sie noch. Ist nicht mehr so die Welt, aber immerhin. Ah, wieder 2 Stück oder was? Yep. Hat. Dann nutzen wir mal ein Shop-Likör und geben das Ray. Dann ist sie nämlich geheilt und ist dann gleich fit genug, sich mit den 2 hier anzulegen. Aber ihr seht, die kriegt nur noch 1 cm EP.
obwohl es zwei Gegner sind. So, dann komm mal her, Ray. Walte deines Amtes. So, jetzt ist doch sofort dran. Wasserangriff auf den da. Der hat sowieso noch nicht angegriffen. Und weg ist er. Ja, der Schaden durch den kleinen Blitz da ist jetzt nicht so berauschend. Und hab. Hat er nur noch ein Leben, einen einzigen kleinen Punkt im Leben. Angriff. Und weg ist er. Ray kriegt wieder ein bisschen EP. Dann gehen wir jetzt mal gucken, wo wir unseren gelben Patalchu herkriegen. Ich weiß nicht, wie der da in Gelb heißt. Ich weiß nur den roten Namen. Dann gehen wir zum Kokonmeister. Würde ich mal vorschlagen. Da ist noch so ein gelber. Den kriegt Ray auch so klein. Nee, nicht benutzen. Ruf. Die ist auch schon wieder voll geheilt, also da ist auch kein Problem. Die ist hart im Nehmen. Und nochmal ein Angriff. Höp. Und höp. Das wäre dann auch erledigt. Da ist er ja! Komm her! Ein Skype! Ich hab fast gesagt, wie Skype. Mann, Mann. Einfach schnell unser kleines Monsterchen. Um den Gegner zu schwächen, dass wir ihn einfangen können. Was, wie es aussieht, nicht lange dauern wird. Die wird langsam richtig stark. Kriegt auch nicht mehr wirklich viel Schaden. So, Level 6. Dann wechseln wir wieder auf Magi, das sollte schon reichen. Also was heißt der Level 6? Der hat noch 6 Leben. Einen Schlag müssen wir einstecken, wie es aussieht. Und fangen! Da haben wir so ziemlich alles gefangen, was es hier gibt. Wir könnten noch so eine Lichtschlange fangen, damit unser Nahkämpfer... damit der... Also, ja, damit er diesen Giftangriff bekommt. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Dann müssen wir nur noch einmal die Elemente hier switchen. Und dann noch schnell so einen einfangen gehen. Würde ich ja jetzt mal gut finden. Weil dann haben wir einen Lichtnahkämpfer, einen Feuermagier und einen Wassermagier-Nahkämpfer. Ray ist ja da eher gemischt. Der hat schon wieder eine Walnuss rausgerückt. Ich bekomme langsam Lust, den öfter zu fangen. Dann Walnüsse nutzen 1, 2. Sind wir schon bei 105. Und es kommen immer wieder Gegner. Aber wir haben ja jemand, der sich darum kümmert. Wenn euch das mit den Gegnern auf Dauer nervt, müsst ihr mir halt Bescheid sagen. Aber das gehört halt zum Spiel dazu. Und er blockt. Ich glaub's nicht, er blockt. Oh ja, das hat uns ja voll wehgetan. Hier, nimm mal einen Wasserangriff. Und er hat wieder nur noch ein Leben. Ist generell schon gut, dass er noch ein Leben hat. Ja, Angriff. Dann müssen wir uns noch an denen vorbeikämpfen, die zu zweit sind. Wir könnten auch noch ein paar Monster einfangen, einfach um ein bisschen Geld zu besorgen. Gibt's ja auch noch. Ich rüste mal unsere neue Waffe aus, die wir schon die ganze Zeit haben und nicht ausrüsten. So, macht ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Magieschaden. Wir sind damit aber ein bisschen langsamer, aber gut. Mit einem Speer ist man halt langsamer als mit einem Dolch in der Regel. Gehen wir da lang. Ja, wir waren ziemlich viele Bildschirme weit weg, das heißt die Gegner müssten wieder da sein.
Lässt er uns in Ruhe oder greift er uns an? Lässt er uns in Ruhe oder greift er uns an? Er greift uns an. Zwei auf einmal. Wie viel macht mir normalen Schaden jetzt? 11. Noch einmal, dann können wir den schon mal einfangen. Wie gesagt, dann machen wir uns ein bisschen Geld mit den Kokons. Damit können wir uns nämlich andere Rüstungen und andere Waffen nochmal kaufen. So, jetzt greift der noch an. Ja klar, mit einem Kritisch. Fangen wir den mal ein. So. Schon ein Schlag. Fangen. Ich beschleunige das Ganze mal. So. Also einfach die Animation nach dem 20. Mal ist doch ein bisschen lästig für dich. Speziallikör, das geht hoch. Und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.